Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja alleinerziehende Mutter von einem Sohn. Ja. Darf man das sagen wegen Datenschutz? Ja, ist okay, ne? Ein Sohn. Klar, ja. Ja. Und jetzt haben wir aber gerade schon ein bisschen gelacht, weil ich würde ja sagen, du bist nicht alleinerziehend und du sagst ja, du bist alleinerziehend. Wie ist es denn nur wirklich? Ja, also ich bin alleinerziehend im Wechselmodell. Also mein Sohn ist die Hälfte des Monats bei seinem Vater, lebt dort und trotz alledem bin ich in dem Sinne alleinerziehend, dass ich alleine in einer Wohnung wohne, alleine erwirtschafte, um halt die Miete zu zahlen und Kosten zu decken. Und das bedeutet für mich schon irgendwie alleinerziehend, ja. Okay. Das war ja auch der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben, quasi, dass ich merkte, so alleinerziehend, wie meinst du das? Und dann hast du eben, so wie jetzt auch erklärt, alleinerziehend im Wechselmodell. Und in meiner beschränkten Vorstellung hat sich das eben bisher so ein bisschen ausgeschlossen. Aber ich finde auch, dass du recht hast. Also es ist ja total so. Es ist halt einfach so ein Triggerthema. Und deswegen fand ich die Eingangs-, also es als Eingangsfrage eigentlich auch so gut, weil es eben viele also viele getrennt lebende Elternteile und vorrangig Väter eben nicht so empfinden, dass sie alleinerziehend sind oder es auch nicht so empfinden, dass die Frauen sagen sollten, die Mütter der Kinder, sie seien alleinerziehend, weil es eigentlich nicht stimmt. Deswegen hatte ich schon einen anderen Begriff von alleinerziehend bisher. Warum denkst du das, dass die Mütter oder die Väter das nicht sagen dürfen oder denken sollten oder wie auch immer? Na, ich finde, ich glaube, und ich finde, ich habe dir, also meine Vermutung ist, dass das ist ja tatsächlich so gesetzlich geregelt ist, wer alleinerziehend ist. Also ich könnte nicht in ein Formular schreiben für irgendeine Beantragung von irgendwas, ich sei alleinerziehend. Obwohl ich meine Kinder, also zwei der drei Kinder, zu, jetzt habe ich es vergessen, so zu circa 40% alleinerziehen, alleinerziehe quasi. Aber trotzdem bin ich nicht alleinerziehend, jetzt rein vom Gesetz her. Deswegen finde ich deine Haltung interessant, dass du das so Ja, das finde ich sagst. auch echt spannend, ehrlich gesagt, dass das so vom Gesetz so geregelt ist. Also ich empfinde es halt tatsächlich so. Aber interessant ist für mich dann auch, was ich dann von anderen Gedanken habe. Denn der Vater meines Sohnes hat jetzt seit vielen Jahren schon eine Partnerin. Und in dem Moment, wo mein Sohn bei ihm ist, trifft er auch häufig auf die Partnerin. Und dann ist es für mich auch die Frage, ist er dann wieder alleinerziehend? Also wenn ich jetzt in einer Partnerschaft wäre und mein Partner lebt vielleicht mit mir zusammen und mein Sohn kommt dann zu uns, dann trägt er ja auch eine gewisse Fürsorge oder er trägt was mit bei zu dieser Familie, zu dieser Konstellation. Und das habe ich mich dann halt eben auch nach unserem Gespräch gefragt, würde ich mich dann noch alleinerziehend bezeichnen? Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Ich denke nicht, nein. Ich denke, ich würde mich dann eher mehr in die Patchwork-Familie orientieren. Ja, sicher, So, in ja. dieses, da sind eben dann noch andere Menschen, die sich mit integrieren und ja, Verantwortung übernehmen. Ja. Weil deswegen ist es mir auch aufgefallen. Ich habe das auch gespürt, dass es in dem Thema drin ist. Also weil ich bin ja, ich sehe es trotzdem noch ein bisschen anders. Weil ich lebe ja auch in einer Konstellation, die vielschichtig ist. Also jetzt mit einer Partnerin, mit eigenen Kindern und wir haben ein Kind zusammen. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex und vielschichtig. Nicht kompliziert. Und dort ist es ja so, dass wir natürlich sind wir diese Konstellation oder sie ist ja mit dabei, aber es ist, also die Verantwortung trage ich für meine Kinder alleine. So. Also in seltensten Fällen würde sie jetzt irgendeine Verantwortung tragen oder so. Okay. Ich kann es jetzt gar nicht so genau erklären. Ich würde mir da was anderes wünschen von meinem Partner oder meiner Partnerin, die dann mit uns zusammenleben. Dass, also für mich ist, bedeutet dann zum Beispiel auch Verantwortung übernehmen, wenn ich auf Arbeit bin oder gerade was zu tun habe, dass ich meinen Partner, meine Partnerin kontaktieren kann. Du hol mal bitte meinen Sohn von der Schule, der ist krank. Das bedeutet für mich auch schon Verantwortung übernehmen. Und in dem Moment, also das wünsche ich mir dann auch Und was, von der wenn Partnerschaft. er oder sie sagt, das können wir nicht erfüllen? Also diesen Wunsch meine ich, ja.
ja, dann wird es schwierig. Dann haben wir Diskussionen am Abend. Weil für mich ist das relativ klar. Ich kann mich darauf nicht verlassen. Und das will ich auch gar nicht, weil es meine Kinder sind. Ja, aber der Mensch entscheidet sich ja, ein Stück mit dir zu gehen. Und die Kinder gehören zu dir. Also ich meine, wenn der Mensch dann in meine Wohnung kommt und dann wünsche ich mir auch, dass er pfleglich mit meinen Sachen umgeht, ja, und auch eine gewisse Verantwortung dafür übernimmt. Und wenn ich sage, ich habe so eine Teekanne, an der hänge ich extrem, die habe ich jetzt schon seit 15 Jahren von meinem damaligen Lehrer getöpfert bekommen. Und immer wenn, oder nicht immer, also jetzt ist es schon okay, aber gerade als Finn noch klein war, jetzt rede ich wieder von meinem Sohn, habe ich gesagt, bitte pass genau auf. Und die ist mir sehr wichtig, die lebt bis heute noch, diese Teekanne. Und wenn ich sehe, dass jemand nicht so gut mit dieser Teekanne umgeht, dann rede ich darüber und sage ich, du, das finde ich nicht in Ordnung und ich hänge an dieser Teekanne. Natürlich sollte man jetzt ein Kind nicht mit einem Gegenstand vergleichen, aber irgendwie kommt ja ein anderer, also ich lasse einen anderen Menschen in mein Leben ein, rein, einen erwachsenen Menschen, also, und dann wünsche ich mir schon, dass er oder sie dann auch das, was ich mitbringe, auch annimmt. Ja, ich sehe das eigentlich genauso, pfleglich damit umgeht, aber das heißt ja nicht, dass der andere plötzlich die Verantwortung hat, dein Kind von der Schule abzuholen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, aber es ist ein Wunsch, ja. Okay. Und finde ich interessant, dass du von dem alleinerziehenden Begriff dann, also ja, dass du so drüber nachdenkst und dass du das so entwickelst. Und jetzt ist es ja so, dein Kind lebt schon immer im Wechselmodell nach der Trennung? Nein. Okay. Also davor, wir haben uns getrennt, da war unser Kind, der war 2. Also wir waren eigentlich schon länger getrennt, wir haben noch zusammen gelebt und haben gedacht, wir kriegen das irgendwie hin, offene Beziehung und so. Aber ja, das hat nicht wirklich geklappt. Und dann haben wir uns räumlich getrennt. Also vorher waren wir schon als Paar getrennt und dann auch räumlich. Und das war dann erstmal schwierig. Und da war es so alle 2 Wochen war mein Sohn halt bei seinem Vater fürs Wochenende. Genau. Also klassisches Residenzmodell. Ja, genau. Und du hast gesagt, es wurde schwierig durch die räumliche Trennung. Klar, es verändert sich. Also was wurde schwierig? Ich denke, also dass vor allen Dingen dann bei mir angekommen ist, okay, krass, jetzt sind wir wirklich getrennt. Also ich habe davor halt immer so gedacht, dass wir das noch hinbekommen und dass wir erstmal jetzt eine Weile frei sein können, was auch immer das bedeutet, und wir dann wieder zueinander finden, vielleicht auch mit Hilfe von außen. Das war so meine Idee, die ich auch angesprochen habe, aber es war offenbar nicht seine Idee. Und das war dann schwierig, also weil ich steckte dann auch gerade noch im Studium und habe das einfach alles nicht mehr geschafft. Und einen Studienbetrieb, gerade in so einer sehr kleinen Stadt, wo ich studiert habe, die sind nicht wirklich eingespielt auf Alleinerziehende. Ja, auch wenn sie sich als familienfreundliche Hochschule betiteln, aber es ist voll nicht der Fall. Also es wurde schwierig, habe ich jetzt verstanden, weil für dein Leben, also du hattest viel zu tun. Für mein persönliches Leben. Für dich war kaum noch Raum. Der Schmerz auch erstmal, Schmerz, dann genau, halt die Verletzung. Auch dieses Verarbeiten, auch vielleicht das Thema Schuld. Scheiße, ich habe es nicht hinbekommen, die Familie zusammenzuhalten. Was, wenn ich mich mit anderen Frauen unterhalte, die auch alleinerziehend sind, habe ich das Gefühl, dass das ein sehr weibliches Thema ist, dieses, ich habe die Familie nicht geschafft, zusammenzuhalten. So. Das ist vielleicht auch wieder ein anderes Thema. Ja, und das war dann erstmal alles krass. Also am Anfang ging es mir noch recht gut und ich habe mich extrem frei gefühlt und mich nur noch mit Frauen umgeben und so, aber dann schlich das immer mehr so ein, dass ich eigentlich nicht glücklich bin und dass ich eigentlich komplett überfordert bin mit der Situation. Okay. Ja, genau. Also ich finde trotzdem interessant, was du sagst, dass du meinst, mit vielen Frauen unterhalten und getroffen und es kristallisierte sich heraus, dass alle das Gefühl hatten,
die Familie nicht zusammenhalten können. Mhm. Was ja voraussetzt, dass man als Frau oder als Mutter scheinbar diese Kraft oder Qualität oder auch den Glauben hat, die Familie zusammenzuhalten. Ist das so? Kannst du das bestätigen, dass das vielleicht eine mütterliche Qualität ist? Ich denke, dass das dass es eine Rolle ist, die wir über Jahrzehnte eingenommen haben, mhm, oder einnehmen mussten. Ich weiß nicht genau. Mhm. Dass halt der Mann sich um die Ernährung und, mhm, sozusagen das Nest gekümmert hat und die Frau Herd, ne? Mhm. Also der Herd, der zentrale Ort in einer Wohnung, in einem Haus, die Ernährung, die Gesunderhaltung, die Emotionalität, die Gespräche, Verbindungen aufbauen untereinander in der Familie. Ich denke, dass das über Generationen weitergegeben wurde. Und ich habe das für mich ganz stark auch so empfunden, dass das jetzt meine Aufgabe ist, habe mich aber auch in dieser Aufgabe sehr beengt gefühlt. Also, okay. Weil du noch was anderes vom Leben wolltest. Ja, weil ich mich nicht nur als Mutter definieren wollte. Genau, du bist ja auch noch anderes als Mutter. Mhm. Ja, also ich habe mich im Grunde selber in diese Situation gebracht. Ja, also es ist nicht so, dass mein Ex-Partner das von mir verlangt hat, dass ich das jetzt alles tue und jetzt die perfekte Mutter bin, die ihr Kind bis, was weiß ich wann, stillt und erst mit 3 Jahren in den Kindergarten gibt und all das. Das hat er gar nicht gewollt. Ich habe gedacht, ich muss das so machen. Meinst du nicht, dass es auch ein bisschen Biologie sein könnte? Also ich meine, ihr gebärt das Kind, ihr füttert es am Anfang. Ich meine, ihr habt begrenzte Anzahl von Eizellen. Ist einfach so, ja. Es gibt sozusagen irgendwo einen Punkt, wo klar ist, okay, es geht nicht weiter. Ja, also die Vermehrung. Ja, also so evolutionär, biologisch halt so. Ist klar, dass ihr mehr natürlich diese Energie habt, die Familie zusammenhalten zu wollen. So rein biologisch. Mhm. Könnte das sein? Oder meinst du, es ist wirklich nur eine Rolle, die du gelernt hast, auch aus den Generationen? Weil ist ein Mann dafür da, eine Familie zusammenzuhalten? Ich weiß gar nicht. Tja, ist eine gute Frage. Weil wir können ja bis zur 90, 70 oder so, ist ja egal. Und es kann ja immer weitergehen. So, rein biologisch. Ne? Das ist schon verschieden, ne? Das ist sehr verschieden, ja. Da ist definitiv auch sehr viel dran, ja, dass es biologisch auch bedingt sein kann. Vielleicht wehre ich mich so ein bisschen dagegen, weil es mir zu einfach ist, ja. Mhm. Oder weil ich vielleicht denke, dass andere denken könnten, ja, die macht es sich ja einfach, indem sie sowas sagt und das dann auf die Biologie schiebt. Ja. Ja, du kannst ja drauf ruhen, ich habe es so gemacht. Ja, Markus hat gesagt. Ja. Naja, interessant. Was mich interessiert ist, kannst du nachvollziehen, du hast viele Frauen kennengelernt, wo du sagtest, du hast gesagt, denen ging es ähnlich, die hatten diesen Schmerz, die Familie nicht haben halten können. Hast du auch Frauen getroffen, die aufgrund der Trennung den Zugang zu ihrem Kind für den Ex-Partner beschränkt haben? Also, ich sag mal, vielleicht aufgrund der Verletzungen, die sie erfahren haben oder so? Ja, das habe ich auch. Was mich interessiert ist, wie passt denn das zusammen? Passt das zusammen? Also die Familie zusammenhalten zu wollen, heißt ja, ich versuche das Beste für die Familie und für meine Kinder zu finden, den Zugang zu einem anderen Partner, zum Ex-Partner, zu dem anderen Elternteil zu beschränken, was ja wirklich ganz viel passiert. Also es ist einfach eine Tatsache. So. Ist aber eigentlich in meinen Augen das Gegenteil. Denn in dem Moment verhindert man ja auch für das Kind, dass es diese Anteile gut entwickeln kann, die es von dem anderen Elternteil bekommen hat, weil es sind nun mal zwei in dem Kind vereint. Ja, also ich denke, da sind dann auch wieder diese Denkmuster wichtig, dass wir oder die Frauen oder auch ich Familie gesehen haben oder sehen als Mutter, Vater, Kind zusammen. So. Okay. Und wenn die getrennt sind, ja, was ist das denn dann? Ist das dann noch Familie? Okay. So, dann ist es natürlich auch, finde ich, wichtig, das zu beleuchten, aus was für einem Grund haben sich diese Menschen getrennt. Also ich würde dir jetzt schon mal widersprechen. Entschuldigung, okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja, denkst du? Ja, also ich will nicht sagen, dass die Frauen damit recht haben, wenn sie den
dem Vater die Kinder enthalten oder den Kindern den Vater enthalten. Ich versuche, sie einfach lediglich zu verstehen, weil manche Frauen sind dann so krass gekränkt, aufgrund ihrer eigenen inneren Geschichte, was auch immer, dass sie das in dem Moment einfach nicht können, nicht anders können und sich verschließen. Ich finde das, also ob gut oder schlecht, ist eine andere Frage, aber ja. Verstehen kann ich das auch. Ja. Also da bin ich bei dir, nur hat es ja beides miteinander nichts zu tun. Also du kränkst mich, ich bin sauer auf dich, okay, so kann ich ja sein. Aber das Kind, also das kann doch nichts dafür. Weder, dass du mich gekränkt hast, noch, dass ich sauer auf dich bin. Das kann nichts dafür. Aber vielleicht, weil erinnert uns ja, also in dem Kind ist ja ein Teil von dem anderen Partner. Und vielleicht erinnert uns das dann in dem Moment ständig daran, ohne dass es das will. Ja? Und das ist auch furchtbar, dass es so ist und dass wir vielleicht so funktionieren. Mir fällt noch auf, dass natürlich auch, wenn man das so versteht, der eine zum Beispiel, er trennt sich, vielleicht trennt man sich auch von ihm, es spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle, gehört nicht mehr zur Familie und ich tue alles daran, die Restfamilie zu erhalten. Mhm. Also vielleicht ist es auch das Bild. Also wenn man jetzt nochmal von diesem Gefühl, die Familie zusammenhalten zu müssen, sage ich jetzt mal, nicht zu wollen, sondern zu müssen, kann das auch eine Rolle spielen? Also habe ich den Eindruck manchmal, also so ist mir begegnet. Puh, also ich hab eher so das Gefühl gehabt, wenn ich das beobachtet habe, also ich kann nur von Frauen reden, obwohl ich ja jetzt auch einen Mann kennengelernt habe, der fast ähnlich agiert wie eine Frau, was ich auch spannend finde, dass es eigentlich eher das eigene Scheitern ist und die Scham darüber und deswegen so eine Verschlossenheit stattfindet. Okay. Das empfinde ich eher so und nicht dieses gezielte, ja, er oder sie gehört jetzt nicht mehr zur Familie, deswegen schließe ich den Menschen aus. Okay, interessant, kannst du das ein bisschen beleuchten? So Scham und Scheitern, also dieses, das eigene Scheitern. Das, was für eine Scham? Die Scham über das Scheitern. Okay. Dass man eben gescheitert ist, diese Familie nicht am Laufen gehalten zu haben und sich dann darüber schämt. Und diese Scham, weil man ja sich getrennt hat und auch vielleicht ist es auch nicht wichtig, warum. Oder doch, ich denke schon. Ich glaube, wenn man sich im Guten trennt, dann... Kennst du Leute? Nur mal so. Gute Frage. Ob das jetzt eine Theorie ist oder was bedeutet das? Ja, es ist eine Theorie, ja. Aber ich glaube schon, dass es das gibt. Okay, also es ist ein Glauben. Dass es Menschen im Guten trennt und dass es dann vielleicht sogar sofort funktioniert. Mit dem Wechselmodell oder mit was auch immer für ein Modell, aber mit einem Modell, was für Kinder gut funktioniert und am besten auch für die Erwachsenen. Ja. Erklär mir es noch mehr. Das Scheitern, das heißt, du meinst, es könnte sein, dass es für die Frauen, die das, oder Männer, ja, für die Elternteile, die das verhindern, den Zugang zum anderen Elternteil, eine Verbindung dazu geben könnte, dass sie sich für das eigene Scheitern schämen. Und jetzt fehlt mir aber immer noch die Verbindung, warum? Und sich vor dem Menschen, weil man ja vor dem sich nicht mehr verletzlich zeigen möchte, dann lieber verschließt und dicht macht. Und immer noch habe ich die Verbindung nicht. Man kann sich ja verschließen und nicht mehr verletzlich zeigen. Ja, aber das Kind wird halt als, vielleicht als Waffe eingesetzt, ja. Oder vielleicht als äußeres Herz, keine Ahnung, so. Das ist halt. Das ist die Verbindung zum Ex-Partner. Ja. Es bleibt ja die Verbindung zum Ex-Partner. Hast du es ein bisschen, also habe ich es jetzt ein bisschen mehr verständlich erklären können? Also ich frag ja nur nach, also wenn den, also weil es interessiert mich. Also ja, es kann ja jeder verstehen, wie er will. Also ich verstehe es vielleicht anders als du. Also mir fehlt trotzdem diese Verbindung irgendwie dazu. Immer noch, ich verstehe schon, was du meinst, aber mir fehlt immer noch die Verbindung dazu, wenn ich mich vor dir verschließe, nicht mehr mit dir rede und so weiter. Irgendwie hat das ja nichts mit dem Kind zu tun. Warum machen das manche Elternteile? Also du sagst eben, als Waffe vielleicht einsetzen. Vielleicht ist es dieses äußere Herz, was man dann eben so
reinholt und einmauert oder so. Ja, wenn man vielleicht auch einfach keine Lust mehr hat, diesen Menschen zu begegnen und das dann ja immer wieder tun muss, indem man sich austauscht über das Kind im besten Falle oder man es abholt und wiederbringt und nicht nur von an der Tür. Ja, Würdest du wieso? also sagen, dass es ein Wachstumsschritt ist, sich wieder zu öffnen und auch Ja. das Kind frei zu lassen? Ja, also so habe ich das bei mir und meinem Ex-Partner erlebt. Also wir waren. Ich war am Anfang sehr zu und aber trotzdem offen, also es war irgendwie schräg. Also ich habe Was war denn zu? also ich wollte auf jeden Fall keinen Kontakt mehr mit ihm haben am liebsten und alles hat mich genervt, was er gemacht hat, alles. Wenn er angerufen hat, hat es mich genervt, wenn er nicht angerufen hat, hat es mich genervt, also egal was. Andererseits habe ich mir aber auch mehr Unterstützung erhofft. So, gerade so mit dem Studium, wenn es dann in die Prüfungsphasen ging. Also das war, da Ja. hast du zugemacht und wie warst du Vielleicht offen? emotional zugemacht, aber halt offen in dem Sinne, ich möchte, dass du mir das Kind mehr abnimmst, damit ich mich um mein Studium, um mein Weiterkommen kümmern kann, weil ich dich brauche als Vater. Und aus deiner Sicht hat er das nicht gemacht oder hat er die Signale vielleicht falsch verstanden? Ich würde es so sagen, wir hatten schon immer sehr große Kommunikationsschwierigkeiten und auch heute kommt das noch manchmal auf, das Thema, dass er sich mir im Gespräch unterlegen fühlt. Und dann, obwohl ich das gar nicht so empfinde und ich das mittlerweile auch irgendwie so immer vorsichtiger geworden bin, wie ich was sage und alle möglichen Kurse belegt habe und sonstiges. Aber ich schnalle jetzt auch mehr, dass das einfach sein Thema ist. Ja, und das hat eigentlich im Endeffekt, wenn ich etwas geäußert habe, ich möchte gerne, dass, also ich war damals noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen konnte, ich wünsche mir das, sondern ich habe gesagt, du, ich habe jetzt hier Prüfungen und ich muss hier die Nacht im Atelier durchrocken, hol bitte den Kleinen ab. Ja, oder vielleicht auch nicht bitte. Ja, weil ich dann auch irgendwie pissig auf ihn war, sauer auf ihn war. Und dann kommt das halt bei ihm anders an und Dass es um dich geht und ja. was soll er dich jetzt unterstützen irgendwie? Und er hat, ja, genau, er hat jetzt auch hier was zu tun und ich könnte das ja mal anders ausdrücken und ja, genau. Weil die Erfahrung habe ich auch viel gemacht, dass wenn ich jetzt mit Ex-Partnern gesprochen habe, und zwar mit beiden, wie verschieden das eben klingt, ja. Die eine sagt, der will das doch gar nicht, der schafft das doch gar nicht, dies und das. Und der sagt, ich versuche das hier die ganze Zeit, die ermöglicht es nicht oder so. Also da gibt es manchmal ganz große Diskrepanzen. Also natürlich, deswegen ist man ja nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich in der Ursache. Ja, also ich hätte das wirklich mal sehr spannend gefunden, wenn ich das mal wirklich gehört hätte von meinem Ex-Partner, wie das eigentlich so wirklich für ihn ist. Aber er ist da undurchsichtig und nicht so offen. Für dich zumindest Ja, eben. genau. Und du hast, also das Kind war im Residenzmodell und du warst überfordert und und was hat denn dazu geführt oder überhaupt dich dazu bewogen, eine andere Haltung einzunehmen und zu sagen, nee, wir leben jetzt hier im Wechselmodell? Oder hat er dich gezwungen oder wie war denn das? Also er hat mich auf keinen Fall gezwungen. Ich habe dann ein Urlaubssemester eingelegt und bin mit meinem Sohn nach Münster gegangen. Dort leben meine Eltern. Und vorher habe ich im Erzgebirge gelebt und war dann ein Jahr dort. Also eigentlich sollte es nur für das Urlaubssemester sein, um irgendwie mal Abstand zu bekommen, um die Sache mal von außen zu betrachten und ja, für mich auch eine innere Entscheidung zu treffen, will ich das hier noch? Kann ich das noch? Wo kann es für mich vielleicht weitergehen? Und wie geht es mit ihm und mir weiter als Eltern? Und
daraus ist dann ein Jahr geworden. Ich habe das Studium dann abgebrochen und bin nicht mehr zurück ins Erzgebirge gegangen und habe mich halt eben deutschlandweit an anderen Kunsthochschulen und Designhochschulen beworben. Und ich hatte zu der Zeit auch eine Ausbildung gemacht, wo ich dann immer einmal im Monat nach Berlin fahren musste. Mhm. Und der Vater von meinem Sohn, der ist dann tatsächlich immer dieses eine Wochenende zu meinen Eltern hochgekommen. Mhm. Also er hat auch noch im Erzgebirge gewohnt und ist dann einmal im Monat für ein Wochenende zu meinen Eltern hoch, mhm. hat dort mit meinen Eltern zusammen gewohnt, die auch nicht unbedingt immer einfach sind, und hat sich um unser Kind gekümmert. Und das hat mir eben auch gezeigt, okay, mhm. wow. Ja, also der nimmt hier diesen weiten Weg mhm. auf sich, und ich wollte eben auch den Kleinen nicht alleine mit meinen Eltern lassen, und er hat das ernst genommen und ist mhm. gekommen. Und ich denke, dass diese Phase mir sehr viel gezeigt hat von ihm mhm. und auch, dass er, also als ich dann, ich hätte in Wismar zum Beispiel anfangen können zu studieren und hatte auch einen Platz in Münster bekommen, und er von sich aus gesagt hat, du, wenn du das machen möchtest, dann mach das, ich komme hierher mhm. gezogen, so, mhm. ich unterstütze dich. Und ja. Nicht schlecht, ne? Ja. Also ich denke, dass er auch verstanden hat, dass er schon auch einen Teil dazu beigetragen hat, oder nicht, nein, aber ja, wir waren halt eine Familie, und ich habe mich damals für die Familie entschieden und habe in vielen Dingen zurückgesteckt, mhm. ausbildungstechnisch. Mhm. Und du fändest es wertvoll, dass er das war so wahrgenommen hat. Ja. Mhm. Ja. Okay. Genau. Und das hat mich eben mehr dahin bewogen, dass es für mich auch, für meine persönliche Entwicklung gut ist, wenn ich diese Unterstützung bekomme. Und nicht von irgendwem, sondern vom Vater. Das kannst du noch ein bisschen mehr ausleuchten. Was bedeutet denn das für deine persönliche Entwicklung? Hat das viel bedeutet, dass du ermöglicht hast, oder sage ich jetzt mal, weil du hättest es auch verhindern können. Also ich sehe schon mhm. die Macht, ja, dass du ermöglicht hast, dass das Kind im Wechselmodell leben kann. Was hat es für dich bedeutet oder was hat es für dich verändert? Naja, also jetzt habe ich ja die Entscheidung getroffen, nach Leipzig zu kommen. Das war im Nachhinein eigentlich nicht so eine gute Entscheidung. Also was mich auf meinem beruflichen Weg, hat sich nicht so gut entwickelt. Also es wäre eigentlich besser gewesen, ich wäre in Münster geblieben oder wäre nach Wismar gegangen. Und das meine ich halt mit der persönlichen Entwicklung. Ich hätte halt mein Studium abschließen können und hätte jetzt einen Abschluss und könnte vielleicht noch den Master draufhauen oder was anderes machen und hätte jetzt vielleicht mehr Chancen auch, um einen vernünftigen Beruf zu bekommen, um mich halt selbst finanzieren zu können als alleinerziehende Frau. Ja, und das hätte es mir eigentlich gut ermöglicht. So. Und, ja. Also ganz allgemein hat es dir eben Freiheiten geschaffen, die du für dich nutzen konntest. Wie du die am Ende genutzt hast, ist ja eine andere Frage. Es hat dir Freiheiten geschaffen, es hat dich aus der Überforderung wieder rausgenommen? Oder hast du dir die woanders? Gut, vielleicht die habe ich mir woanders gesucht, genau. In dem Moment. Also es ist jetzt schon so, dass wenn ich auch mal überfordert bin in einer Elternfrage, also ich mache das jetzt nicht jeden Tag, ich wünschte, ich könnte es jeden Tag, aber ich muss auch da akzeptieren, dass eben er sein eigenes Leben hat. Aber wenn ich mal so überhaupt nicht weiter weiß und an eine Grenze stoße, dann weiß ich, ich kann ihn anrufen und kann mit ihm darüber reden. Du, sag mal, ist das bei dir zu Hause auch so? Mhm. Habt ihr auch diese Konflikte? Also das, und das ist nicht schlimm. Das erleichtert ganz viel. Also und das meine ich vielleicht auch mit dem Sorgen tragen, die Sorgen auf zwei Schulterpaaren tragen, dass ich das nicht abends mit mir in meinem Wohnzimmer alleine bei einem Glas Wein ausmache, was auf Dauer nicht gesund ist. Ja. Okay. Genau, sondern dass ich das auch direkt mit ihm besprechen kann und nicht erst noch mit einer Freundin, die vielleicht gar kein Kind hat und immer so über Umwege. Mhm. Ja. Ja, das ist total interessant, weil ein geläufiges Argument, und das würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, gegen das Wechselmodell ist ja,
wenn die Eltern nicht kommunizieren können, dann geht ein Wechselmodell nicht. Also ich sage es deshalb schon in Anführungszeichen, weil es natürlich in dem Sinne Schwachsinn ist, weil dann ginge auch kein Residenzmodell. Im Prinzip ginge dann keine Elternschaft. Und für mich ist dort die Reihenfolge vertauscht. Also für mich ist ganz klar die Reihenfolge vertauscht. Mhm. Also in meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, beruhen oder wie sie sich äußern draußen, beruhen darauf, dass ich andere Vorstellungen habe, wie ich mit meinen Kindern zusammenleben möchte, als die Mutter der Kinder. Mhm. Also das ist eigentlich die Voraussetzung für wie die Schwierigkeiten sich äußern draußen. Wenn man jetzt natürlich auf einer gerichtlichen oder Ebene zum Beispiel, wenn man da jetzt was festlegt und sagt, wenn die Eltern sich streiten, dann können die Kinder nicht, ich weiß gar nicht was, also dann können die Kinder nicht gleich bei beiden Eltern leben oder so, weil im Residenzmodell wohnen sie auch bei beiden Eltern. Also Fakt ist ja, nach einer Trennung haben Kinder zwei zu Hause. Das ist ja einfach ein Fakt, also draußen in der Welt. Und jetzt kann nur die Lebenswirklichkeit der Kinder eventuell nicht folgen oder eben, genau, also das ist jetzt alles einfach nur alles, was ich sagen würde. Das heißt, ich erlebe es so rum. Und du, was bei dir durchscheint, ist, dass es andersrum ist, dass sozusagen sich entspannt hat für dich. Du warst nicht mehr in dieser familiären Überforderung und du hattest wieder mehr Freiraum für dich. Und es klang jetzt so, vielleicht dichte ich es auch nur an, aber aus dieser Situation heraus war es möglich, überhaupt erst, ich sag mal, gleichwürdig solche Elternfragen auch zu besprechen. Naja, es war auch ein langer und ein langer Weg. Also wir haben auch Hilfe von außen in Anspruch genommen, haben uns dann regelmäßig bei einer Elternberatungsstelle eingefunden und auch jeder für sich persönliche Arbeit geleistet. Mhm. So. Okay. Und da habe ich vielleicht Glück mit dem Vater meines Sohnes und ich bin auch froh, dass er der Vater ist und niemand anderes. Es ist aber auch schön, ich meine, als getrennte Partner, Mutter des gemeinsamen Kindes zu sagen, ich finde es schön, dass genau dieser Mann auch der Vater des Sohnes ist doch. Ich glaube, was auch ein ganz großer Punkt ist, also der Gedanke ist mir gekommen oder das Wissen ist mir gekommen, als du erzählt hattest, dass ihr so die Schwierigkeiten habt, du und deine Ex-Partnerin, dass du dir ein anderes Leben vorstellst für deine Kinder oder Erziehungsweisen, wie sie das handhabt. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine jetzt eigentlich einfach nur die Zeitverteilung oder den Zugang oder die Freiheit, es so zu gestalten. Ja, die habe ich eben in dem Sinne nicht. Okay. Hm. Na, ich hatte das jetzt halt eben auch auf so Erziehungsfragen und sowas bezogen. Und da habe ich eben auch immer wieder von meinem Ex-Partner reflektiert bekommen, dass er das super findet, wie ich das mit unserem Kind mache. Ja. Und ich glaube, dass dieser Respekt, den er mir dann und dieses Vertrauen, was er mir in dem Moment dann auch gibt, also es ist auch heute noch so, wenn unser Kind krank ist, dann ruft er mich an und fragt, was kann ich denn da jetzt machen und wie machst denn du das immer? Ja. Und genau, das zeigt mir eben auch, dass er nicht gegen mich arbeitet oder und ich finde es auch gut, wie er es macht mit unserem Kind. Also, dass er halt, er bringt dann andere Qualitäten mit rein in die Erziehung. Ja, schön. Ja, ich denke, an der Stelle habe ich noch viel zu tun. Ohne Frage. Da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist halt auch immer, ne? Also in dem Moment, ich habe viel für diese Sache jetzt viel Kraft aufgewendet und bin vielleicht eigentlich dann doch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung nur für mich allein stehend nicht wirklich weitergekommen. Wir sind zwar im familiären oder in diesem Elternschaftsding weitergekommen, ja, und da bin ich auch stolz drauf und auch wenn es immer noch manchmal sehr schmerzhaft ist und ich das auch nicht immer alles toll finde, aber es sind auf anderen Fronten oder an anderen Fronten habe ich dann nicht mehr so viel Energie gehabt. Aber es vereint sich in dir als Mensch. Es ist deine persönliche Entwicklung. Da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht. We'll see, I don't know.
Und du hast vorhin gesagt, oder ne, ich wollte dich eigentlich fragen, inwieweit wir noch auf das andere Thema eingehen können, was dich zu der veränderten Haltung bewegt hat. Natürlich ohne jetzt so zu konkret zu werden, aber ich finde es schon sehr wichtig. Also du meinst mit der, ich weiß mal gar nicht, wie ich es nennen soll, ja, Ex-Partnerin meines Ex-Partners. Genau. Also Ex-Partnerin meines, also des von dem Vater meines Sohnes. Ja, also er war. Also er hat noch ein Kind. Genau, er hat noch ein Kind mit einer Frau, die vor mir da war. Und ich habe das alles sehr konkret und nah miterlebt. Also ich war erst mit ihm befreundet als Freundin und Mitbewohnerin. Und wir waren alle in einem sehr kleinen Ort und man hat ja alle an einer kleinen Schule. Und es war sehr dramatisch und sehr viel mit Kampf und Fronten und Hass. Und sie hat sich im Endeffekt dann komplett dicht gemacht. Also erst hat sie sich noch ein bisschen geöffnet, dann aber auch wieder nicht. Also es war immer so ein totales Hin und Her. Und letztendlich, als wir dann ins Erzgebirge gegangen sind, um dort zu studieren, hat sie halt komplett dicht gemacht und gesagt, okay, das war's jetzt. Du siehst jetzt deine Tochter nicht mehr. Du siehst jetzt deine Tochter nicht mehr. Ja. Stand im Raum und war dann auch so? Ja. Ja, und also ich habe das alles halt live miterlebt. Das hat unsere Beziehung sehr belastet, sehr stark belastet, aber vielleicht sind wir auch genau deswegen zusammengekommen, ich weiß es nicht. Er ist dann auch erkrankt. Ja, und ich habe dann für mich entschieden, als es sich bei uns dann so anbahnte, okay, es geht einfach auch nicht mehr oder vielleicht war es auch schon so vorherbestimmt. Ich will das so nicht. Also ich will diesen Kampf will ich nicht kämpfen. Dann lieber den anderen. Welches, das wollte ich gerade fragen. Welches ist der Kampf und welches wäre der andere? Welches ist der andere Kampf? Der andere Kampf ist, gegen den Vater zu kämpfen, gegen... Wie äußert sich das? Ich stelle mir das ganz anstrengend vor. Also ich meine, das Kind ist ja jetzt auch schon 11, 12. Also er schreibt E-Mails, er schreibt Karten zum Geburtstag. Also ich denke nicht, dass sie die Karten bekommt. Das wäre für mich ein ganz schlimmer Kampf, wenn ich weiß, jedes Jahr zum Geburtstag meines Kindes kommt eine Postkarte von dem Vater, den ich abgrundtief hasse, weil das jetzt so mein Plan ist. Ich will das jetzt so und ich muss diese Sachen verstecken. Wow. Und ich glaube, das ist ein krasser Kampf. Mhm. Und das kann eine Weile gut gehen. Ja, so leben ja viele Menschen auch auf anderen Gebieten. Aber ich denke, dass das irgendwann aufbricht. Und spätestens, wenn die Kleine vielleicht Fragen stellt. Ja, sag mal, wie war denn das eigentlich? Ja, und also sie hat jetzt auch neue Geschwister, wieso sehe ich anders aus? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. Naja, und ich meine, wenn du sagst 11, 12, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist ja schon ein Alter. Also wenn man bis dahin jetzt nicht so Klarheit schon hat, ich meine, du weißt es halt nicht. Weil ich weiß es nicht, ja. Aber es ist ja schon krass, ich meine, man fängt ja, also Kinder spüren es ja sowieso, ich meine, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Das finde ich interessant, was du sagst, diesen einen Kampf, den möchtest du nicht kämpfen, dann lieber den anderen. Und das wäre, welchen Kampf hast du geführt? Naja, das ist halt, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, in dem Wechselmodell. Ja. Und wieso, also was musstest du konkret dafür kämpfen? Ich musste Ideale loslassen. Okay. Von der richtigen Familie? Das fällt mir auch heute nicht immer leicht, ja. Und auch muss immer wieder lernen und okay finden und akzeptieren, dass er jetzt sich eben ein Leben mit einer anderen Frau aufbaut. Und es auch komischerweise in einer ähnlichen Weise tut, wie wir das auch hatten. Und das ist auch dann nochmal schmerzhaft, so okay, ich bin ersetzbar. Ja, okay. Das eigene Thema. Das sind Kämpfe, die hast du nicht, wenn du dich einfach von dem
man trennst, den du nicht mehr magst oder der dich nicht mehr mag und dann geht man und geht seine Wege, ja, dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen. Aber wenn du ein Kind hast und dich eben dafür entscheidest, gemeinsam Eltern zu sein, so gut wie es geht, dann wirst du immer wieder damit konfrontiert. Und das ist ein Kampf. Also es ist ein Kampf eigentlich gegen deine, also, oder für deine eigenen Themen sozusagen. Also, weil du sagst, zum Beispiel Ideale loslassen heißt, das waren deine Ideale, die natürlich auch von der Gesellschaft immer wieder aufrechterhalten werden. Und deine eigenen Verletzungen. Also du, ich finde es halt spannend, dass du eben sagst, der eine Kampf findet da draußen statt, gegen den Vater und am Ende gegen das Kind. Ja? Mhm. Würde ich sehen, weil das Kind ist nun mal Teil, der Vater ist nun mal Teil des Kindes. Ja. Also führt zumindest man in dem gegen Fall... gegen den Teil in dem Kind, also gegen den Vaterteil im Kind. Und wenn, ich meine, wenn ich gegen 50% von dir einen Kampf führe, dann führe ich gegen dich einen Kampf. Also kann ja nicht sagen, naja, komm, immerhin 50% akzeptiere ich. Und das ist der Kampf, der draußen stattfindet. Also man verlagert eigentlich in dem Moment, so sehe ich das jetzt gerade aus dem, was wir besprochen haben, den Kampf um irgendwas oder für irgendwas oder gegen irgendwas verlagert man eigentlich nach außen und lässt es zu einem Kampf gegen etwas werden, was ja eigentlich immer destruktiv ist für alle Beteiligten. Oder ich verlagere es zu einem Kampf in mir für etwas, was eigentlich was immer konstruktiv sein kann für alle Beteiligten. Das hatte ich jetzt so ausgehört. Ja, das ist ein interessantes Bild, aber so ist es ja. Also empfinde ich das gerade als richtig. Ja. Ja. Also ich hatte, würde da jetzt auch nochmal drauf eingehen wollen, und zwar mit diesem, mit dem, also gegen den Vaterteil im Kind kämpfen, da habe ich eben auch persönliche Erfahrungen mit. Also ich habe meinen Vater nie kennengelernt und meine Mutter war sehr stark verletzt darüber, auch wenn sie das jetzt nicht so sagen würde. Und ich weiß, wenn sie dieses Interview sehen würde, würde sie auch sagen, wie stellst du mich eigentlich da? Aber das ist halt meine Empfindung, so habe ich das jahrelang empfunden und erlebt, dass sie gegen den Teil in mir, der halt eben mein Vater ist, gekämpft hat. Oder dass sie auch an manchen Punkten, ja, wenn ich halt gerade was Schlechtes gemacht habe in ihren Augen, ja, das hast du auf jeden Fall von deinem Vater. Und sowas frisst sich ein. Also auch wenn das Eltern nicht denken, und ich kriege das ja selber jetzt auch mit als Mutter, dass ich auch mal schnell salopp was sage, so, und wo ich dann denke, boah, krass, das hat mich früher ganz doll verletzt. Okay. Und das ist auch eine Entscheidung, die ich da getroffen habe, dass ich das meinem Kind nicht antun will. Aber ich bin da auch nicht immer perfekt drin. Also ich sage auch manchmal was Gemeines vor meinem Kind über den Vater. Also, was ist perfekt? Wir sind Menschen, und auf unserem Weg. Nein, das ist noch eine andere Erfahrung, die dazukommt, ja, das stimmt. Wenn du jetzt so zurückdenkst und denkst, irgendwie, ich hätte gern was anders gemacht. Was hättest du denn anders gemacht? Oder hättest du gesagt, eigentlich? Also jetzt so speziell diesen Zeitraum, okay, ich werde Mutter, dann wir haben uns getrennt und jetzt sind wir da, wo wir sind. Hättest du da was anders gemacht oder was hättest du anders gemacht? Ganz ehrlich, und das ist für mich eine ziemlich heftige Wahrheit, am liebsten wäre ich einfach gegangen und hätte es ihm nicht gesagt, dass ich schwanger bin. Okay. Ja. Überraschend, ja. Okay. Ich kann es verstehen. Es ist aus deiner Sicht in dem Moment der einfachste Weg. Aber guck doch mal, welche Entwicklung, welchen Weg du gegangen bist. Ja, also es war tatsächlich auch ein ganz großes Thema am Anfang. Aber ich habe ihm das nie gesagt. Okay. Ich hoffe, er sieht das hier nicht. Nein, und wenn, wird das auch okay sein. Ja. Ich habe es ja nicht gemacht. Ja. Es ist immer okay. Also ich hatte ja nach dem gefragt und du hast ehrlicherweise tatsächlich das auch geantwortet. Ja, ich meine, wenn man dem anderen Elternteil das Kind vorenthält, das ist ja die Essenz von dem, was du sagst.
nicht sagen, dass du schwanger bist, hast du es auch gesagt? Und Ja, am weggehen mit liebsten, dem Kind? genau. Genau, ja, ne? Also nicht sagen und gehen. Genau, das wäre sozusagen die Essenz. Weil ich mit diesem Um. ganzen Chaos nichts zu tun haben wollte. Okay. Ja. Genau. Weil ich das, also ich hatte dann diese Angst, dass das bei uns dann vielleicht auch so wird oder dass uns das halt unser Leben lang beschäftigt, dass diese Frau mit ihrem Hass und wie ist das, wenn die Kleine dann größer wird? Ich hatte dann auch plötzlich so Gedanken wie, die steht dann plötzlich vor der Tür und ist total sauer auf mich, weil halt diese Frau, also die Mutter von der Kleinen, eben auch gegen mich gehetzt hat, so im Umfeld. Und ja, und also ich habe dann Angst bekommen. Und Du wolltest nichts mehr mit dem Chaos zu tun haben. ja. Aber jetzt im Nachhinein bin ich tatsächlich wirklich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich auf meine Familie kann ich mich nicht wirklich verlassen. Und ich Deine bin, Herkunftsfamilie. ja, und ich Okay. bin so glücklich, dass halt die Großeltern von väterlicher Seite da sind und die sind Gold wert. Also das sind zwei ganz edle Menschen und so krass großherzig und also mein Sohn liebt sie, sie lieben ihn und ich habe fast mehr Vertrauen zu ihnen. Und wenn ich das jetzt nicht hätte, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Vielleicht irgendwo in der Kommune, aber ob ich da glücklicher wäre. Ja. Das ist, was du ansprichst, die Großeltern ist ja wirklich auch ein Thema, die viele auch beschäftigt und mich auch. Also bei meinen Kindern ist es verschieden, welchen Bezug die zu den Großeltern, zu meinen Großeltern haben. Aber in meinem Alltag ist zu realisieren, dass sie eine gute Beziehung und eine nachhaltige Beziehung zu ihren Großeltern haben, ist schier unmöglich. Ist einfach nicht möglich. Wegen des Residenzmodells. Ja, wegen der Kürze der Zeit. Also aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, also wir sind mit Ankommen beschäftigt, mit dem Versuch, einen Alltag zu leben und dann ist es schon Vorbei. plötzlich vorbei. Und in dieser Zeit das zu ermöglichen, dass die Großeltern auch einen Kontakt haben oder einen, ich sag mal, ausreichenden in dem Sinne, dass ich eine tragfähige Beziehung aufbauen kann, das ist einfach nicht möglich. Das ist total verrückt. Das wäre dann vielleicht, wenn bei diesem Modell, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, wie deine Ex-Partnerin, dann würde ich mir dann auch denken, es liegt dann eigentlich an mir, dass ich vielleicht mit den Großeltern Kontakt aufnehme und einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen einen Oma-Opa-Tag Aber es ist auch schräg, aushandle. oder? Ist auch schräg. Findest du? Na, es wäre ja, also aus meiner Sicht wäre es schräg. Sagen wir mal, jetzt ganz allgemein, das ist jetzt nicht zu konkret, aber sagen wir mal, okay, ich will nicht, dass du mehr Tage hast. Ja, du hast eben 3, 4, 5, 4,5 Tage, irgendwas so. Und dann macht man noch extra einen Tag mit den Großeltern aus. Das ist schon auch schräg, oder? Ja, aber sie gehören ja doch auch irgendwie, also wenn es Well. gut ist mit den Großeltern, ich weiß, was du meinst, dass es verletzend ist und Ich meine nicht verletzend, ich meine, schräg. ja, ich meine schräg. Wie kann ich denn dem Vater es nicht ermöglichen, aber denke, na gut, aber ein bisschen gebe ich noch den Großeltern ab. Das wäre jetzt Aber auch Großeltern schräg. sind doch auch wichtig. Da bin ich So. ja total Also bei für die dir. Kinder jetzt nur, Ja, da bin ich ja dass man total das bei nicht für dir. die Großeltern macht, sondern für die Kinder. Ja, also Okay, aber ich meine, einfacher wäre es irgendwie, man hätte den gleichen Zugang die zu haben den dann so einen Kindern. neutralen Ort. Also so sehe ich das bei, Okay. nein, ja, das ist so meine Vorstellung von Großeltern, dass sie nichts mit dem Chaos der Eltern zu tun haben, sondern für die Kinder eine Insel sind, eine Ruheinsel. Also ich mit dem Schräg, da würde ich jetzt auch gerne noch mal auf die Geschichte eingehen mit der, also mit der Mutter des ersten Kindes meines Ex-Partners. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass sie hat den Zugang zu den Großeltern hat sie gewährt und die haben auch heute noch Kontakt zu der Kleinen, aber Und sie wie geht das? komplett dicht vor und das fand ich immer ganz schlimm, also richtig schlimm, weil sie ja natürlich auch erzählten, wenn sie bei ihr waren und haben ihm auch dann mal Fotos gezeigt. Und er hat so darunter gelitten, weil ja die Mutter dicht macht vor ihm. Und ich habe das dann irgendwann auch mal, da waren wir noch ein paar, mein Ex-Partner und ich, und dann habe ich das bei den Eltern angesprochen, bei den Großeltern, und dass ich halt sehe, wie er darunter leidet und dass ich das auch irgendwie komisch finde, also dass ich das seltsam finde. Und
Sie hatten mir das so begründet, dass sie das versuchen, als positiv zu sehen, dass sie durch ihre Anwesenheit der Kleinen immer wieder in Erinnerung bringen, sozusagen, dass sie woanders herkommt. Mhm. Aber ich habe mich dann auch mal versucht, hineinzuversetzen in diese kleine Person. Da kommen dann zwei alte Menschen zu mir, die irgendwas mit mir zu tun haben. Ach, sie sind haben. Hingekommen sozusagen. Genau. Also die. Weil ich dachte jetzt, wenn das mit meinen Eltern, ich meine, da wäre ich doch der Erste, der dann dort wäre oder so. Aber, ja, nee, aber das lässt sie nicht hin, zu. Ja. Ach so, also sie hat die Großeltern soweit reingelassen. Denkt sie wahrscheinlich schon, dass das dann passieren kann. Ja, ja. Also sie, genau, die Großeltern dürfen hin, also die leben in Niedersachsen jetzt mittlerweile oder auch schon länger und die Großeltern leben in Thüringen und die fahren, ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, aber so einmal im Jahr mindestens fahren sie hin zu Besuch. Und ich glaube immer zum Geburtstag von der Kleinen. Okay. Und dann sind sie dort. Ist das eine erweiterte Form von Rache? Oder? Ich weiß auch nicht, ich finde es wirklich schräg. Also ich wollte das aber jetzt auch noch mal ansprechen, weil ich dir mitteilen wollte, dass ich das schon nachvollziehen kann, dass du das schräg findest, mit diesem Vorschlag, einmal in der Woche einen Oma-Opa-Tag zu machen. Aber für mich wäre es, also wenn meine Eltern oder wenn die Eltern von meinem Ex-Partner hier in Leipzig leben würden oder im Leipziger Umland, für mich wäre das, wenn wir noch eine Familie wären, auch total normal, dass sie einmal in der Woche oder vielleicht einmal alle zwei Wochen einen Nachmittag mit ihren Enkeln verbringen, dass sie von der Schule abholen und dann machen die was zusammen. Und warum soll das dann eben auch nicht gehen, wenn man getrennt ist? So meine ich das. Das sehe ich absolut auch so. Ich habe nur davon berichtet, dass es schwierig ist, mit dieser Zeitverteilung das aufrechtzuerhalten. Weil du das dann halt auch in diesem Zeitraum, in deinem Zeitraum, den du mit den Kindern hast, nur machen kannst. Was man oft nicht sieht, also man sieht oft dieses Problem nicht von draußen. Man denkt, ja, Residenzmodell, ich meine, es stehen dann so Sachen, also im Umgangsbeschluss, die heißen, ich habe jetzt den Wortlaut nicht, aber es soll mir ermöglicht sein, mich persönlich und fortwährend vom Entwicklungsstand meiner Kinder in Kenntnis zu setzen. Mhm. Das ist meine Rolle. Und wenn das so ist, mag man von außen sehen, okay, immerhin, er darf seine Kinder sehen, er darf sich darum kümmern, sich fortwährend und persönlich vom Entwicklungsstand überzeugen. Aber was man dabei eben nicht sieht, ist, dass wirklich die ganze Familie, die da dranhängt, dass die noch weiter außen vor rutscht durch diese Haltung. Mhm. Einfach durch diese Haltung rutscht es noch weiter außen vor. Mhm. Spannend. Ich wollte dich noch fragen, haben es Alleinerziehende gut in Deutschland? Nein. Warum nicht? Ich meine, es wird sich so viel gekümmert. Ja, die bekommen ganz viel Unterhaltsvorschuss, die bekommen ganz viel Aufmerksamkeit. Ist das viel, ja? Nee, ich meine, okay, das war jetzt... Das war, und Aufmerksamkeit? Das nehme ich wieder zurück. Ich meine, sie bekommen die Zusicherung, dass sich darum gekümmert wird. Sie haben ganz viel Aufmerksamkeit. Also was sagst du... Wie geht es alleinerziehenden Müttern? Aber du trennst es nochmal zu alleinerziehenden Vätern. Wie geht es alleinerziehenden oder wie geht es alleinerziehenden Müttern? Jetzt erstmal im Allgemeinen alleinerziehenden Einelternfamilien, wo wirklich vielleicht auch kein anderer Partner da ist. So, Partnerin wirklich allein, also Einelternfamilien. Ich denke, dass sie stark an der Armutsgrenze leben. Und klar, es gibt diese Möglichkeiten, Leipzig-Pass oder Ermäßigung, Elternbeitrag, Hort, was es nicht alles gibt. Aber cool ist das nicht. Also es ist gut, dass es das gibt. Ist aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt man das so. Ja. Dann mache ich tatsächlich Unterschiede zwischen ein Elternfamilien, wo es einen Vater gibt und ein Elternfamilien, wo es eine Mutter gibt. Und da beobachte ich, dass es halt so ist, dass das ist meine Beobachtung und auch das Resultat aus Gesprächen mit Freundinnen von mir oder Bekannten, die alleinerziehende Mütter sind, dass mehr geguckt wird auf Frauen, wie die das machen. Und dass, wenn ich im Kindergarten bin und eine alleinerziehende Mutter und die vergisst,
das Frühstücksbrot einzupacken oder die Haare sind nicht gekämmt von dem Kind oder irgendwas, dann wird so gleich getuschelt. Keine gute Mutter. Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil es halt hauptsächlich Frauen sind, die in Kindergärten sind. Das wäre auch mal wieder interessant. Okay. Weil Frauen können sehr gemein sein untereinander. Und ich habe dann so diese Beobachtung, dass es, wenn das einem Vater passiert, wird dann eher so, ach naja, ist ja nicht so schlimm und ist doch toll, dass er so locker ist. Sich überhaupt kümmert? Dass er sich überhaupt kümmert vielleicht. Okay. Ja, und irgendwie ist er chaotisch. Also irgendwie werden immer positivere, liebevollere Attribute verwendet als bei einer Mutter, die alleinerziehend ist. Da wird dann gleich so, sie ist unorganisiert, sie ist chaotisch dann aber im negativen Sinne, sie kümmert sich nicht gut genug, sie hat vielleicht ihren Kopf zu sehr bei anderen Dingen, ja. Meinst du, dass das ein alleinerziehendes Ding ist? Mir klingt das eher wirklich nach einem Frauending. Also das heißt, es könnte doch auch, sagen wir mal, ist eine Familie, die unter einem Dach wohnen und die Frau bringt es aber immer in den Kindergarten, keine Ahnung, es ist halt so in der Familie und dann wäre es doch auch so, oder? Wenn die dann das Frühstücksbrot vergessen hat, dann würde die doch auch komisch als Mutter angeguckt werden von anderen Müttern. Oder? Ich denke, dann würde man schon eher, okay, von anderen Müttern, ja, aber so würde ich dann eigentlich eher vermuten, dass man, also ich kenne es nicht, ich kenne es ja nicht anders, also ich lebe ja alleinerziehend, ich kenne das so, nur so, dass man dann eher sagen würde, ja, die Familie ist ein bisschen chaotisch oder die sind schludrig oder, also die Familie ist das. Aber würde man wirklich so weit gehen zu denken, ja, weil der Vater ist wahrscheinlich der chaotische und deswegen hat die Mutter das Frühstücksbrot vergessen? Nee, die gesamte okay. Die gesamte Familie. Ich frage mich nur, was es mit dem Alleinerziehenden zu tun hat. Mit der Alleinerziehung. Ja, es ist tatsächlich ich kann es dir auch vielleicht nicht konkret sagen, aber es ist, was ich so aus Gesprächen heraushöre mit alleinerziehenden Müttern, dass sie das so empfinden, dass sie sich sehr diskriminiert fühlen. Okay. Ja. Gesellschaftlich betrachtet, dann auch vielleicht auch wirtschaftlich betrachtet. Mhm. Ja. Und dann nochmal eine Klarstellung, wenn ich jetzt alleinerziehend bin oder ich glaube beim Jugendamt von der Unterhaltsvorschussstelle steht drauf alleinstehend, würde das heißen, auch wenn ich einen Partner habe, aber nicht mit dem verheiratet bin, bin ich immer noch alleinerziehend bzw. alleinstehend? Also wie das gesetzlich geregelt ist, weiß ich nicht, aber vom Gefühl her... Weil du betonst bei dir immer, solange du keinen neuen Partner hast. Wenn ich mit dem nicht zusammen... Also man kann man ja auch gesetzlich umgehen. Ja, man lebt dann halt einfach nicht mit dem neuen Partner zusammen und ist dann für das Jugendamt, bist du noch alleine zuständig für die Erwirtschaftung der Miete und der Ernährung und Schulsachen, Geld, wie auch immer. Wenn ich jetzt aber mit jemandem zusammenlebe und mir das alles teile, würde es von meinem Gefühl her ich schon als richtig empfinden, dass man das auch gesetzlich regelt, also wirtschaftlich. Okay. Also, dass man da guckt, okay, muss dann jetzt noch der andere Elternteil so und so viel Unterhalt zahlen und kann man das nicht angleichen? Ja, na, weil gerade bei dem Unterhaltsvorschuss ist so, den kriegt man immer, soweit ich das weiß, bin ich auch eigentlich da auch Laie, aber du bekommst den immer, solange du nicht verheiratet bist. Auch wenn man zusammen lebt, ist eigentlich egal. Okay. Es ist sogar egal, wie viel du verdienst, du kriegst es trotzdem. Oh, okay. Na gut, aber das ist ja, dann auch wieder so ein, kann man ja auch sagen, es ist ja fürs Kind, ja, dieses Geld. Aber Achtung, wenn ich es jetzt bei den Rollen mal belasse, wir wissen im Hinterkopf immer, es kann auch anders sein, aber wenn ich als Vater, weil wir vorhin mit Armutsgrenze und so, also als Vater stehen mir 1080 Euro zu, egal wie, also das heißt, das ist der Selbstbehalt, nennt man das. Egal wie viele Kinder ich habe, ja, angenommen, ich habe jetzt 5 Kinder, brauche ich ja für fünf Kinder Wohnraum, ich brauche für 5 Kinder Essen in der Zeit, wenn sie bei mir sind, Fahrten, Geschenke, wie ist es mit Geschenken, das ist gar nicht so ohne. Ja. Das heißt, egal was passiert, es wird alles abgezogen und über 1080 Euro.
Mir steht laut Unterhaltsrecht, steht mir eine Einraumwohnung zu, mit einer Größe, also mit einer Miete von 375 Euro maximal. Das darf man nicht vergessen. Und wo sollen dann die Kinder wohnen, wenn die bei dir Weiß ich nicht, sind? das spielt keine Rolle, weil die Kinder wohnen ja nicht bei mir. Ich bin ja der Elternteil in dem Fall, der sich fortwährend und persönlich davon überzeugen darf, in welchem Entwicklungsstand die Kinder sich befinden. Aber Ich bin wissen die denn nicht. dann, dass die Kinder bei dir Ja, na klar. hin und... Bis 49% der Betreuungszeit wäre das so. Und Aha. selbst, ja, ne? Also das ist genau der Punkt. Es gibt nur Schwarz oder Weiß im Familienrecht. Im Sozialrecht ist man weiter, dort wird es schon tageweise angeguckt oder ein Dreißigstelweise sozusagen im Monat und so weiter, dass die Kinder tatsächlich ja bei dem gerade wohnen und der demzufolge eine Bedarfsgemeinschaft und so weiter ist. Aber familienrechtlich ist das so. Und da Okay. kann die Frau zum Beispiel, könnte ja sein, sie kann auch vielleicht Hartz-IV-Empfängerin durch die wirtschaftliche Situation sein oder sie kann auch Professorin sein oder sie kann auch mit jemand anders zusammenleben oder was auch immer. Das spielt alles keine Rolle. Wie gesagt, die Rollen können auch andersrum sein. Aber das darf man nicht vergessen. Also das fällt mir bei diesem alleinerziehenden Status immer ein. Automatisch. Logisch, weil ich den Einblick eben mehr habe. In diesem familienrechtlichen Sinne, ja. Ja, und mit den Erfahrungen oder mit dem Austausch von anderen. Das ist ja ein Thema, man beschäftigt sich damit ja jetzt nicht freiwillig, Nee. sondern erst, wenn man plötzlich davon betroffen ist. Tja, aber danke für deine wertvollen Einblicke in deine Geschichte. Gibt's noch was Wichtiges, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt sagen willst noch oder wolltest? Nicht, dass ich es jetzt verhindere. Verhindere, nee. Nee. Okay, dann danke ich dir, Claudia, für das Gespräch und für die Einblicke Ja, danke und dir für deine auch. Geschichte.